Okay. Also, ich bin gestern nicht ganz fertig geworden. Und sonnig und warm für die meisten Leute also gut. Aber nur für die meisten, nicht für alle. Eine tierische Bedrohung. Warte mal. Erreiche Verrufstufe 3. Schaffen den Gegenstand für das Ziel. Nee, ich glaube, wir bleiben mal bei der Hauptquest. Wir bleiben mal bei der Hauptquest. Ich habe ja in Irland auch nicht alles gemacht. Finde ich aber geil, dass Irland Level 415 voraussetzt, während das Frankenreich 200 voraussetzt. Naja. Naja, nee. So, wir gehen mal dahin. Wie schon gesagt, ich bin gestern nicht ganz fertig geworden. Deswegen würde ich das heute, glaube ich, einmal fertig machen und dann geht's mit Zelda weiter. Aber ich hatte jetzt auch irgendwie ein schlechtes Gefühl, das Spiel 2, 3 Wochen noch mal liegen zu lassen, um dann 2 Stunden oder so für das Ende zu brauchen. Weil wir sind ja fast fertig, ne? Eivor von Englerland. Ja, so ist mein Name. Du hast mir geschickt. Du sagst, die Königin sei in Gefahr. Ganz recht. Komm mit mir. Wir haben ja sein Leben, sieh dir diese Arbeiter an. Sie arbeiten fröhlich und mit Stolz. Die Schönheit meines Familienweinguts hängt von ihnen ab. Die Qualität des Weins ist ihr Verdienst. Sie sind keine Lasttiere. Sie sind ebenso stolz auf diese Weinreben wie ich. Ich bin nicht hier, um dein Weingut zu bewundern. Das ist richtig. Aber das ist mehr als ein Weingut. Es ist eine Vision des Frankenreichs. Eine Vision, die unter Charles nicht wahr werden kann. Ah, die Trauben genau zur rechten Zeit gepflückt, Roland. Sehr gut. Verlässlich wie immer. Genau, danke, und die Katze pinkelt jetzt erst mal drauf. Hervor, für den dieses Gut so berühmt ist. Ich muss gestehen, es ist ungewöhnlich schön in diesen Landen. In der Tat. Komm, ich bin langsamer als früher. Mein Arzt sagt, ich hätte durch deine Hiebe sterben sollen. Diesen Kampf hast du gewählt. Und du hast für deinen Clan und deine Ehre gekämpft. Das werfe ich dir nicht vor. Jeder gute Anführer würde dasselbe tun. Wir sind uns ähnlicher, als es auf den ersten Blick scheint. Und meine Narben werden sich immer... Emir unterstrich Barschur. Hello. Hello, Sir. Hello. Hello, Barschur. Ich hatte befürchtet, meine Botschaft käme nicht an Siegfrieds Äxten vorbei. Siegfried ist tot. Nun sind es Tokas Äxte. Durch wessen Hand? Die meine. Ich wusste, du bist nicht wie er. Er war ein Schlechter, den es nicht scherte, welches Fleisch er zerlegte. Du sagtest, du hallo, Basti. Ist das wirklich der Grund, warum ja, wir du machen mich es nur noch ließest? Eben fertig und dann gibt's Zelda. Diese Männer stehen für den wachsenden Widerstand gegen Charles den Dicken. Die bittere Wahrheit ist, dass nicht Charles dass ich in dir, der Eivor, Irre? Einem Eindringling aus dem Norden, mehr Mut das und Ehre der Irre sehe König, oder? Als bei meinem eigenen König. Ehre ist nicht an Land oder Glauben gebunden. Wohl wahr. Und Richardes scheint das zu wissen. Sie und der Bastard Bernard sind mehr als nur Spielfiguren in der fränkischen Zukunft. Bernard, ein Teil von mir wollte ihn gerne Charles übergeben. Deine Ehre hielt dich davon ab, den Jungen zu einer Hölle auf Erden zu verdammen. Er ist besser dran, wenn er bei Richardes bleibt. Wo ist die Königin? Sie versteckt sich in einem Wirtshaus in Amiens, beschützt von meinen Leuten. Aber sie haben sich schon lange nicht mehr gemeldet. Zu lange. Dam, dam, dam. Ich werde Richardes finden. Ich stehe in ihrer Schuld für die Hilfe, die sie mir einst bot. Und sie ist meine Freundin. Eine Sache noch. Diese Rebellion wird gelingen. Und wenn es soweit ist, ist mein Weg auf den Thron schon bereitet. Dein wahres Anliegen.
Ich habe dem Frankenreich treu gedient, wie auch Charles und Gott. Aber Charles ist entlarvt. Du willst einen Frankenkönig, der sich nie gegen Englerland erhebt? Dieser König bin ich. Wenn ich Charles für dich töte. Wenn du Charles für das Frankenreich tötest, würden wir werden das wir jetzt schon wieder zum Königsmörder? Ich verspreche nichts. Charles zu ermorden in der Hoffnung, dass es meinem Clan Frieden bringt, ist nicht die Art Abmachung, auf die ich aus bin. Ich hab dich falsch eingeschätzt, Eivor. Du stehst vor der größten Hoffnung deiner Leute. Genug. Du bietest ein Versprechen, das du nicht halten kannst, Odo. Ich gehe nach Amiens und finde Richardis. Gut. Viel Erfolg, Eivor. Ich bete, dass du schaffst, was meinen Männern nicht gelang. Ich finde das so ein bisschen schwierig, solche Geschichten anzunehmen, ne? Also solche Versprechen. I don't know. Nee. Weil wer sagt denn, dass da nicht irgendein anderer Heckenpisser dann auf einmal um die Ecke kommt, ha? Schwierig. Äußerst schwierig. Aminua. Na, komm, raus da. Nein, ihr seht mich nicht. Was sind hier jetzt schon wieder... Das sah mir auch gerade schon so ein bisschen so aus. Ich war mir nur nicht sicher. Es war ein Massaker. Mein Gott. Leichen verstreut wie Kinderspielzeug. Sie sagen, es ist in alle. Manche sagen, dass die Königin... Das muss die Wache der Königin gewesen sein. Holy shit. Wirt, was ist hier geschehen? Versteck dich! Ich weiß nicht, ob es noch da ist, das Monster! So viel Blut! Versteck dich! Ich sollte mich selbst umsehen. Also, eins kann man den ja mal nicht vorhalten, dass sie halbe Sachen machen, ne? Befehl von Odo. Okay. Da komme ich nicht rein. Hup. So entkommen. Oder sind ihre Gegner so zu ihr gelangt? Mehr von Odos Männern. Sie konnten die Königin nicht schützen. Heftig. Was hat der hier gemacht? Letzte Salbung. Roter Mond. Ja, das sind Odos Männer. Da drin hat. Eine Schriftrolle mit eigenartigen Zeichen. Ob sie Teil von Bernards Studien war? Der Wirt könnte etwas über diese Schriftrolle und die Zeichen wissen. Oben liegt ein toter Mönch und eine Schriftrolle in einer Sprache, die ich nicht kenne. Vielleicht die Heilige Schrift in lateinischer Sprache. Der kleine Prinz liest Latein. Bernard? Ja, sie waren hier. Dieser Mönch war sein Lehrer. Er ist von der Kirche hier in Amiens. Die Königin sagte zu Bernard, er solle zu den Priestern und Nonnen dort gehen, wenn er Probleme hat. Dann sehe ich mir mal die Kirche an und hoffe, die Königin dort zu finden.
Okay, auf zur Kirche. Was soll schon passieren? Hört, hört! Amiens feiert den großen Sieg von König Charles über den Heidenhäuptling, den man Siegfried nennt. Zeigt euren Glauben und eure Treue zur Krone, indem ihr euch in Amiens blau kleidet. Stoffe günstig wie nie! Ich hab den Jungen gesehen. Ich wusste es, der Bastardprinz treibt sich hier irgendwo herum. Bernard ist hier. Du siehst mich nicht. Du siehst mich einfach nicht. Hast du schon gehört, was Charles mit der Königin vorhat? Ist mir egal, ob sie vom Räuber besessen ist. Niemand sollte lebendig verbrannt werden. Blute, du... Ach, selber. Ist wieder ein bisschen laut, ne? Oh, das habe ich noch gar nicht gesehen, wie dieses Schwert leuchtet. Krass. Das war's für dich. Krabum. Hatte ich auch nicht vor. So. Ich frag mich halt immer, was solche Leute dazu treibt, so etwas zu tun, ne? Oh nein, der Kleine. Eivor, Gott sei Dank, du bist es. Was ist geschehen? Das Monster hatte uns zu Vaters Villa gebracht. Aber Richardes lenkte ihn ab und ich bin an der Mauer entkommen. Es gibt dort einen Turm. Und wenn man gut klettern kann, wie ich, kommt man leicht hinüber. Wo ist Richardes? Wo ist die Königin? Das Monster. Es nahm sie mit. Du meinst den, der das Gemetzel im Schankhaus angerichtet hat? Er sagte, er bringt uns wegen irgendwas zu Vater. Eine Prüfung. Ich war... Was für eine Prüfung? Ich... Er nannte es eine Probe. Ja, eine Feuerprobe. Oh. Bei Vaters Villa, hier, in Amiens. Er will sie lebendig verbrennen. Hör zu, Bernard. Geh zu eurem Haus in Desoyaux. Ich kümmere mich um Richardes. Ich kann ihr helfen. Ich weiß... so manches. Du musst meinem Vater nichts tun. Er ist nur oft etwas verwirrt. Mhm. Du musst dich in Sicherheit bringen, Bernard. Das Schicksal des Frankenlandes hängt von deinem Überleben ab. Es ist ein großes Wagnis, sich allein die Sequana entlang zu schleichen. Eine wahre Heldenprüfung. Bist du bereit dafür? Ich schaffe das. Gut. Dann geh. Es ist wundervoll, wie man Kinder einfach so, ne? Geh immer weiter und sieh nicht zurück. Ich kümmere mich um Richard. Lauf, Simba, lauf und komm nie wieder zurück. Oh, falscher Film. Jo. Es ist hier alles nicht so geil. Werden wir jetzt zum Königsmörder oder... Au. Eher doch nicht so. Es ist nicht nur Regen, das ist ein riesiges Unwetter bei blauen Himmeln. Hakuna Matata. Diesen Spruch sagt ich gerne. Ja. Verschlossen. Vielleicht komme ich über den beschädigten Teil hinein. Hm. Ein großer. Shit. Uhuhu.
und ein Wikingergruß. Nicht verarschen. Sag mal. Ich wollte dich doch nur grüßen. Geht doch. Guck mal, ein Wikingergruß. Auf eine Nuss. So. Ich finde das cool. Einfach mal die Waffe werfen. Ach, nicht so blöd. Habe ich den Schlüssel jetzt schon? Ja, ne? Nee, der liegt da noch. Joa, nee, dann kommen wir hier rein. Hat sich denn übrigens, Hami, hat sich denn Hallo Mann ausgenüchtert oder ist er sehr verkatert? Meine Füße tun weh. Das ist ja blöd. Haha. Werde ich das? Es geht ihm erstaunlich gut. Das ist gut zu hören. Boah, nichts ist schlimmer als so ein fetter Kater, ne? Ist bei mir schon ein paar Jährchen her, aber... So ein richtig, richtig fetter Kater. Ich finde dieses Kampfsystem ja unfassbar schön. Einfach, weil es so schön einfach ist. Brauchst dich hier um nicht viel kümmern. Das sind so vier Tasten, die du drückst. Mehr nicht. Sag mal, warum zeigt ihr mir das denn an? Königin wirklich einem Gottesurteil stellen? Durch ihren eigenen Mann? Durch den König, meinst du? Ich hörte, es ist eine Feuerprobe. Das kann nicht sein. Gott wird das nicht zulassen. Ah, Gott hat da, glaube ich, nicht viel mit zu reden. Das ist ja das Problem. Also. Vor die Hexenverbrennung. Persönlich wird dieser Zeremonie beiwohnen. Möge er den Unschuldigen seine unendliche Gnade zuteilwerden lassen.
Wenn jemand schuldig ist, der Lüge, der Verschwörung oder des Ehebruchs, möge sein heiliger Zorn diese verdorbene Seele treffen. Ich habe nichts könnte zu befürchten. Lustig werden. Du bist es, Charles, der Gott um Vergebung bitten sollte. Oh, hör da auf mit der Scheiße. Hey Leute, bei lebendigem Leib verbrennen, ne? Mm. Wir werden schon bald sehen, wer in Gottes Gunst steht. Mein Schutzengel nähert sich. Das ist kein Engel. Der lebt ja noch. Mein Gott, ist es an der Zeit, diesen Teufel zurück in die Hölle zu schicken? Nee, sein Bruder ist von dem Kreuz erschlagen worden, ne? Beiseite, Bischof. Dein Gott errettet Menschen nur einmal von den Toten. Für Engel Wien, für die kleine Mutter, für meinen Bruder Ebel, ich werde die Welt von dir befreien. Aus dem Weg, Bischof. Ich bin sein Zorn! Wikingergruß! Du hast meine Seele vom Tode befreit. Mein Auge von den Tränen. Meinen Fuß vom Sturz. Au! Wie der Speer da fliegt. Warum brennt das Feuer so langsam? Sag mal. Ich find's ganz gut, dass das Feuer gerade sehr langsam brennt. So, Nummer 1. Regne doch ein bisschen doller, bitte. Genau, bleib noch länger da stehen. Genau, bleib einfach drauf stehen. Ja, super Idee. Jesus Maria. Okay. Pork. Oh Mann. Weil ich sonst nichts zu tun habe. Die Bellatoren werden. Halsmaul. Ich muss Bernard finden. Bernard ist in Sicherheit. Ich habe ihn zurück nach Lisojo geschickt. Wieder einmal warst du sein Werkzeug. Du verströmst Gottes Gnade, Ava. Nee, nicht wirklich. Du verwechselst Gnade mit dem Rausch des Sieges. Armer Bischof Guzelin, ich bete für seine Seele. Er diente dem Herrn so gut er konnte. Ja, war nicht so wirklich gut, ne? Ich muss mit Charles reden. Oh Mann. Und das könnte sein allerletztes Gespräch werden. Weil ich ihm die Zunge rausreiße. Nein. Er ist ein gequälter Mann, der als Kind gefoltert wurde. Er wurde wieder und wieder gebrannt. Sein Leben besteht aus Angst. Angst vor Feuer, vor Gott, vor Untreue. Er verdient Gnade. Noch vor einem Moment wollte er dich lebendig verbrennen. Was sollte ich deiner Meinung nach tun? Verschone ihn. Bändige ihn irgendwie. Ich kann ihn zu unserem abgelegenen Landhaus im Osten bringen, wo er geistlichen Beistand findet. Mhm. Dort können wir in Ruhe leben, während ich Bernard auf die Thronfolge vorbereite. Oh boy. Ich versichere dir, er wird ein Herrscher ohne Ambitionen gen Engelland sein. Verschone Charles und deine Leute werden sicher sein.
Oh, ich habe gesagt, ich verspreche nichts, aber ich finde Charles so scheiße. Sorry. Charles hat seine Verbündeten und sein Volk entehrt. Ich kann nicht schwören, dass keine Versprechen ich überschonen werde. Das ist Wahnsinn, Ava. Charles zu töten bringt deinem Volk keine Sicherheit. Wenigstens wären die Nordleute gerecht, die er im Frankenland erschlagen hat. Vater, segne diese Männer, die sich demütig deinem Urteil stellen. Eieieiei, was hättet ihr gesagt? Wofür hättet ihr euch entschieden?